Die Salzburg AG als einer der größten Arbeitgeber des Landes bietet vielen Studentinnen und Studenten in Form eines 18-monatigen Traineeships die Möglichkeit, in die vielfältigen Abteilungen des Greentech-Unternehmens zu schnuppern. Das erste Trainee-Programm startete bereits 1998. Ich war selber einer der ersten Trainees in diesem Unternehmen. Der Vorteil für das Unternehmen ist, wir haben längere Zeit, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser kennenzulernen, ihre Stärken kennenzulernen und sie dann auch zielgerichtet fürs Unternehmen vorzubereiten und dann zu integrieren. Wir unterteilen das in 3 Blöcken zu 6 Monate. Eine der größten Herausforderungen ist, eine interessante Aufgabe zu finden, die man in diesen 18 Monaten bewerkstelligt, obwohl man in 3 Stationen ist. Wir bemühen uns da wirklich interessante Aufgaben zu finden, die zielgerichtet auf die einzelnen Trainees abgestimmt sind und natürlich dann auch für die Praxis sofort umsetzbar sind. Mohamed Abbes hat sein Studium erfolgreich absolviert und einen der begehrten Trainee-Plätze bei der Salzburg Netz GmbH ergattert. Ursprünglich, ich bin aus Tunesien gekommen. Ich habe Energietechnik-Ingenieur mein Studium erfolgreich in Tunesien abgeschlossen. Danach habe ich meinen Master im Bereich Energieeffizienz technische Systeme in Berlin erfolgreich abgeschlossen. Und ich habe meinen Master im Bereich Smart Metering geschrieben. Und das Salzburg AG fokussiert sich, um Smart Zähler zu installieren im ganzen Land Salzburg. Und dieses Thema interessiert mich sehr. Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen baut er ein Monitoring-System im Bereich Smart Metering auf, um eine hohe Verfügbarkeit der Datenübertragung sicherzustellen. Ich kümmere mich um die Störungsliste von Smart-Zählern, die schon installiert in ganz Land Salzburg. Und ich kümmere mich um die Auslesequote zu rechnen, wenn wir installieren die Zähler. Manche sind online, manche nicht online. Es gibt Strecke zwischen Gateway und Zähler und dann versuche ich die Störungsliste von dieser ganzen Zähler täglich herzustellen und weiter zu bearbeiten. Herausfordernd und spannend zugleich ist für viele Studentinnen und Studenten der Wechsel zwischen den Abteilungen. Man muss ja polyvalent sein. das heißt, man muss alle Bereiche kennenlernen. Spaß bei Traineeship, ja, wie habe ich gesagt, dann die Info auszutauschen zwischen Kollegen und wenn wir dann die Lösung finden für ein, egal welches Problem bei unserem Bereich, wenn wir die richtige Lösung finden, dann macht es wirklich Spaß. Mein Ziel nach Traineeship ist bei diesem Bereich mehr meine Fähigkeit mehr zu erweitern und mehr fähig zu sein, zum Beispiel bei diesem Bereich Smart Metering. Und natürlich bei Salzburg AG weiter hier zu bleiben. Selbstverständlich hat man sehr gute Chancen, auch nach dem Trainee-Programm im Unternehmen tätig zu sein. Wir wollen natürlich beide Seiten sich in dieser Phase, in der sie kennenlernen und dann entscheiden, gehen wir den Weg weiter oder nicht. Aber generell sind wir sehr stolz auf unsere Trainees und die meisten Trainees finden auch nach dem Trainee-Programm eine interessante Aufgabe im Unternehmen. Wenn ihr Lust auf ein Traineeship bei der Salzburg AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.